Ja, moin. Ich bin älter. Mit E. Mit E. Das ist der Singular von Eltern. Das ist eine selten gebrauchte Form, aber die ist durchaus sinnvoll, weil ich hier alleine stehe. Als meine Tochter auf die Welt kam, hielt ich dieses kleine Wunder in Händen und dachte, oh Gott, hoffentlich mache ich nichts kaputt. Ich habe mir sehr viel Sorgen gemacht, ich habe sehr viel Zweifel gehabt und ich habe durchaus Probleme mit Menschen, die Glaubenssätze einfach so raushauen, als seien sie die alleinselig machende Wahrheit. Sätze, die mit also ich oder also wir oder also bei uns beginnen, die machen mich einfach grundlegend skeptisch. Ich besitze diese Überzeugung, alles richtig zu machen, einfach nicht. Unlängst war ich auf einer Lass uns nachmittags schon anfangen wegen der Kinderparty eingeladen. Anwesend war die Gastgeberin, ihr Freund und die gemeinsame Tochter. Das sind super liebe Menschen mit einem gesunden Menschenverstand und genauso viel Zweifeln wie ich. Und dann waren da die Gäste. 5 Bärchen, sichtbar gut situiert, prototypisch im äußeren Stereotyp in ihren Äußerungen, dazu gefühlt 18 Kinder. Wahrscheinlich waren es weniger, aber die Wohnung hat ein Durchgangszimmer und einen Flur, da kann man sie schon mal verzählen. Der Lärm war auf dem Niveau des Flugdecks eines Flugzeugträgers im Irakkrieg. Dazwischen saß ein kinderloses Paar mit Panik im Blick und ich als Vater einer fast 18-jährigen Tochter. Erster Akt. Mutti 1 gießt sich Prosecco nach ihr Gemahl ist schon beim dritten Bier. Fadi 2 sagt, Darling, wir wollen nicht zu spät los, das Charlottchen muss ins Bett und schenkt sich nochmal nach. Krachen im Flur, infernalisches Gebrüll, panische Blicke und dann die Erleichterung in den Gesichtern am Tisch. Ist nicht meins. Hast du Doubts gemacht, Ben Ole? Ruft Fadi 1 vom Tisch aus. Ben Ole, circa 2,5 Jahre alt, kreischt unter dem Designerstuhl begraben und versucht verzweifelt sich zu befreien. Ich will ihm unter dem 7 Kilo schweren Monstrum raushelfen. Fadi 3 hält mich zurück. Also wir lassen die Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen. Ich gehe in die Küche. Zweiter Akt. Emil mit der ballongroßen Rotzblase an der Nase hustet über das Buffet und sucht sich sorgfältig eine Frikadelle aus. Durch Anfassen. Fadi 2. Also wir kaufen ja nur noch direkt beim Bauern. Da weiß man, wie es ist, was drin ist. Emils Rotzblase platzt mit einem leisen und zaubert einen hauchfeinen Bogen aus kleinen Tröpfchen in die Luft über den Frikadellen. Hat euer Kindergarten auch wegen Corona geschlossen, frage ich beiläufig und gehe ins Wohnzimmer zurück. Dritter Akt. Also wir sind ja jetzt mit der Lotte im ayurvedischen Waldkindergarten und da ist sie auch ganz glücklich und im städtischen Kindergarten sind die Eltern ja so, naja, ihr wisst schon, wie die so sind, zustimmendes Nicken in der Runde. Das kostet uns natürlich etwas mehr Geld, aber das sollten einem seine Kinder schon wert sein. Ich denke an mein chronisch leeres Konto und die Zeit meiner Tochter im städtischen Kindergarten. Fadi 3 sagt, also wenn die erstmal im Kindergarten sind, ist man ja auch aus dem Ärgsten raus. Ich räuspere mich. Ich will ja nicht spoilern, aber the best is yet to come. Meine Tochter wird nächste Woche 18 und davor Masern, Windpocken, Keuchhusten, Streit, ob es eine Barbie sein darf oder nicht, Diskussionen über den pädagogischen Wert von Nintendos und ob man Filme ab 16 schon mit 11 gucken darf. 3 Fahrradunfälle, 7-mal in der Notaufnahme zum Röntgen wegen Sturz vom Pferd, vom Tretroller, von der geklauten Mofa mit 14. Der erste Freund nahm Drogen, aber ein ganz lieber Kerl mit... Mit 15 O-Ton meiner Tochter auf die Frage, was sie gerade auf dem Smartphone googelt, wie man Chlamydien buchstabiert. Und dann Haschkekse und Haschbutter, Cannabispilze, Ecstasy, Alkohol, jedes Wochenende die Haare beim Kotzen halten, morgens um 16:30, nachdem ich sie sonst wo abgeholt habe, Haare grün gefärbt, Haare rot gefärbt, Haare blau gefärbt, Gespräch mit der Schulleitung, Anzeige wegen Beamtenbeleidigung, nachts um 3 das Kind von der Polizei abgeholt. Aber nur einmal, danach wurde sie immer gebracht.
Die Vorstrafe wegen Dealens ist in 2 Jahren aus dem Führungszeugnis gelöscht, aber das ist eh nicht mehr so wichtig, weil sie jetzt nach 9 Pflichtjahren von der 5. Schule geflogen ist. Fahren ohne Führerschein, den Führerschein wird sie nicht zu ihrem 18. Geburtstag bekommen, spart uns Geld. Sie wohnt jetzt sowieso die meiste Zeit bei ihrer Geliebten, die ist 24 Jahre älter und Drummerin in einer Punkband. Dass sie mit einer Frau zusammen ist, finden wir ganz gut, da wird sie wenigstens nicht schon wieder ungewollt schwanger. Vielleicht hätten wir sie ja doch in den ayurvedischen Waldkindergarten schicken sollen. Epilog. Ich blicke in konsternierte Gesichter und stehe auf. Ich stelle im Flur die Schale mit den Smarties, Schokoriegeln und Gummibärchen vom Regal auf kindgerechte Höhe. Ich mische in der Küche Cola in den Apfelsaft, Afri-Cola, doppeltes Koffein, Zuckerflash für das aufgeweckte Kind. Ich bezweifle, dass man mich noch mal einladen wird. Die Party habe ich tatsächlich so live erlebt. Das oben beschriebene Leben meiner Tochter ist zum Teil künstlerische Freiheit. Die Zweifel, alles richtig gemacht zu haben, die sind echt. Ich weiß nicht, ob es mir immer gelungen ist. Meine Tochter ist jetzt 20, sie kennt Höhen und Tiefen. Sie hat Freude am Leben, sie steht mit beiden Beinen am Boden, sie hat eine eigene Meinung, sie ist ein Freigeist und ich bin stolz auf sie. Als ich ihrer Puppe Peter den Arm wieder angenäht habe, der im Kindergarten abgerissen wurde, war ich ihr Held. Und in den Momenten, in denen Nadel und Faden nicht helfen konnten, als etwas anderes in unserem Leben zerbrach, war ich ihr Vater. Ein kurzer Moment der Stille nur, bevor wir weiterfahren. Ein Blick zurück auf das, was war und das, was hätte sein können. Und dann, von hier aus, von mir aus, geht es weiter, immer weiter. Da ist keine weiße Flagge im Mast. Die Segel sind gesetzt, die gekreuzten Knochen wehen stolz. Der Totenkopf lacht auf schwarzem Grund über geblähtem Tuch. Komm, mein Kind, zweifel nicht. Segel einfach weiter. Das ganze Leben liegt vor dir. Dankeschön.